ist das geheizte Auto aus dem DLC. Moin Leute, euer war mal wieder am Bambus und heute soll ich euch das neueste Fahrzeug aus dem DLC. Aber bevor mit Video anfangen, würde ich euch schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video dazu lassen und für die Leute, die noch nicht abonniert haben, abonniert mich, sonst verpasst ihr krasseste Informationen rund um GTA Online. Aber ich würde sagen, fangen wir mal direkt an. Über welches Fahrzeug rede ich denn hier eigentlich? Naja, kein anderes Fahrzeug außer den neuen Audi R8 in GTA Online. Gut, er kann natürlich nicht so heißen in GTA Online, denn in GTA Online nennt er sich OB10F. Dieses Fahrzeug findet ihr auf Legendary Motorsport und der Preis ist auch legendär mit 1.675.000 GTA-Dollars. Also schon sehr teuer eigentlich. Aber egal, wir kaufen uns das Ganze einfach mal und schauen, welche Tuning-Möglichkeiten wir haben. Und Leute, ich sag euch jetzt schon, Tuning-Möglichkeiten 10 von 10, also wirklich super geil. Denn dieses Fahrzeug hat, obwohl es kein Bennys Fahrzeug ist oder sonst irgendwas, mega viele Tuning-Teile. Also fangen wir einfach mal an. Die Stoßstangen. Ihr könnt vorne super viele Stoßstangen machen. Ihr könnt hinten die Stoßstange komplett entfernen, wenn ihr das wollt. Oder auch noch andere Stoßstangen draufklatschen, was sehr cool ist natürlich. Das Fahrzeug, wenn ihr wollt, gefühlt komplett aus Carbon umrüsten. Dadurch wird das Ganze so ein Rennauto-mäßig. Das natürlich je nach Geschmack natürlich sehr cool ist. Was mir persönlich hier sehr positiv aufgefallen ist, ist tatsächlich der Auspuff selber. Denn hier gibt es tatsächlich Auspuffe, die ihr auch in der Lackierung haben könnt. Also nicht der äußere Auspuff ist lackiert, sondern der innere Kreis. Und das persönlich finde ich ein sehr, sehr cooler Akzent. Aber gehen wir mal weiter. Ihr könnt tatsächlich 20 verschiedene Motorhauben, Motorhauben? Das Motor ist doch hinten im Fahrzeug. Warum ist das vorne die Motorhaube? Okay, für mich ist das der Kofferraum, aber das könnt ihr selbst in den Kommentaren mal hinschreiben, ob das für euch der Kofferraum ist oder die Motorhaube. Auf jeden Fall könnt ihr vorne 20 verschiedene Varianten aufrüsten. Generell bei den Tuning-Teilen muss man hier sagen, dass die Tuning-Teile zwar auch lackiert sein können, wie Stoßstange, die Haube, Auspuff etc., aber alles nur Primärfarbe. Denn Sekundärfarbe kann selten getuned werden. Also falls ihr plant, in diesem Fahrzeug mit zwei Farben zu spielen, eher schwierig an dieser Stelle. Was ja in diesem Fahrzeug sehr cool ist, ist natürlich auch der Spoiler. Denn ihr habt 25 verschiedene Tuning-Möglichkeiten, einen Spoiler auszuwählen. 25! Das ist unglaubliche Zahl. Aber wartet Leute, bevor ihr den teuersten Spoiler auftunet, müsst ihr das hier noch wissen. Dieses Auto hat auch einen automatischen Spoiler. Das bedeutet, wenn ihr eine gewisse Geschwindigkeit fährt, fährt sich dann so ein Spoiler hoch. Ne? Und wenn ihr den teuersten Spoiler drauftunet oder größere Spoiler, ist natürlich diese Funktion weg. Aber jetzt kommen wir hier zu einem richtig geilen Fact, denn falls ihr schon gemerkt habt bei den Spoilern, es gibt sehr viele kleinere Spoiler. Und die ganzen kleineren Spoiler beeinflussen den automatischen Spoiler nicht. Das bedeutet wiederum, ihr könnt den automatischen Spoiler tunen, was wiederum sehr cool ist und sehr selten ist in GTA wohlgemerkt. Deswegen ein richtig, richtig nicer Fact an dieser Stelle. Aber gut, was soll ich sonst noch diesem Fahrzeug sagen? Das Fahrzeug hat natürlich einen Motor, der hinten ist. Und dieser Motor ist sehr präsent durch die Heckscheibe. Natürlich kann man den Motor wunderbar anschauen. Und deswegen finde ich es sehr schade, dass man den Motor optisch nicht tunen kann. Also irgendwie, keine Ahnung, Turbolader oder sonst irgendwas. Geht nicht, gibt's nicht. Gibt keine Auswahlmöglichkeit. Aber jetzt kommt das Gute an dieser Sache. Dieses Fahrzeug wird es irgendwann als Bennys Version geben, als Whitebody-Version. Das bedeutet, dieses Fahrzeug könnt ihr später irgendwann in Bennys reinfahren, als Whitebody umrüsten. Dann habt ihr nochmal Tonnen an Tuning-Möglichkeiten. Wie krass ist das denn? Und deswegen, Leute, sage ich euch jetzt schon einfach, kauft euch dieses Fahrzeug, es lohnt sich. Damit könnt ihr zwar kein Rennen fahren, aber optisch eine 10 von 10, ihr habt super viele Tuning-Möglichkeiten und später im Bennys noch mehr. Also wirklich mega genial. Aber falls es euch vielleicht schon aufgefallen ist, dieses Fahrzeug ist breit. Also wirklich, hier nochmal ein Video, ne? Ich stehe hier vor so einem Kompaktwagen und mein Auto mit Formel 1, wohlgemerkt, ist einfach doppelt so breit wie dieses Fahrzeug da vorne. Und das ist einfach krank, Leute, krank. Ich bin euch gespannt auf diese Whitebody-Version, denn wie viel breiter soll dieses Fahrzeug noch werden, bitte? Aber gut, Leute, das ist hier so meine persönliche Note. Und die Frage, habe ich das Fahrzeug natürlich schon gemoddet? Ja, natürlich habe ich das Fahrzeug schon gemoddet. Und falls ihr dieses Fahrzeug haben wollt, Leute, verpasst nicht mein Giftkasse Friends Team, denn dort verschenke ich meine Fahrzeuge an euch. Aber gut, das waren jetzt alle Informationen rund um den OB10F. Wenn euch dieses kleine Informationsvideo gefallen hat, würde ich mich übelst für einen fetten Daumen nach oben da lassen könntet. Aber ich bin raus, euer Bombard. Ciao.